Hallo Leute, willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wieder mit dabei die Trucker Lady. Hallihallo! Ja, sonst niemand. Das ist leider nicht da. Der ist leider krank. Ja. Den hat die Grippe erwischt. Ja, genau. Deswegen fahren wir heute nur zu zweit. Gute Besserung an der Stelle. Ja, von mir auch. Ja. Schauen wir mal, wie es uns gelingt. Ja. Ja, es hat ihn schon das zweite Mal erwischt mit der Grippe. Ja, ist ja im Moment auch ziemlich grassierend, sag ich mal. Hört man auch in den Nachrichten, dass gerade die Grippewelle da ist. Ja gut, nur du musst auch schauen, wie das Wetter ist. Ja, ein bisschen kalt. Ja, ist ein bisschen sehr kalt. Ups, wenn's, nicht den neutralen Gang schalten, ich wollte blinken. Wenn du mir jetzt reinfährst, knallt. Ja, wenn er dir reinfällt, dann knallt es wirklich, ja. Ja. Ja, ich fahre ja mit dem T-Longline, der neue Skin, was ich ja erstellt habe. Der ist ja gestern rausgekommen auf meinem Kanal. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme den. Ja, ich fahre jetzt auch T-Longline, aber mit der Back to the Future Lackierung. Ah ja. Natürlich, was denn sonst? Ich habe nicht so viel Geld, dass ich meinen Truck jeden Tag umlackieren kann. Ja, doch, ich habe auf meinem Profil, was ich jetzt da habe, habe ich genug Geld. Also so knapp 500 Millionen. Ja, das geht sich aus. Ja. Dann kannst du nach jeder Fahrt umlackieren. Ja, das ist so. Ja gut, ja, das Geld habe ich eigentlich nur raufgecheatet, weil ich ja auf dem Profil eben auch meine Skins teste. Und da brauche ich dann genug Geld, damit ich dann immer wieder hin und her schalten kann. Und mit Lackierung kaufen und verändern kann und auch wieder aufbauen kann, dann braucht es eben das Geld dann auch. Na sicher. Na gut, 500 Millionen, ich weiß nicht, ob das jetzt sein muss, aber... Nein, weil normalerweise, wenn ich ja die Skins vorstelle, stelle ich sie eigentlich nur die Skins vor und mache da nicht spezielle Anbauteile dran und weiß ich nicht was alles, sondern es geht ja hauptsächlich um den Skin und nicht, was ich da alles für Anbauteile drin habe, ja. Weil ich bin ja nicht in dem Sinn, ich setze ja nicht da sie mit seinen Mod-Vorstellungen. Nee. Das muss sowieso jeder entscheiden, wie welches Anbauteil, wie viele Lampen und wie viel Bling-Bling, sag ich mal, er auf seinen Truck haben möchte. Ja gut, bei dem Team, also bei der Lackierung, was ich jetzt da habe, habe ich sowieso ein bisschen spezieller gemacht, auch ein bisschen auf die fiesere Art und Weise. Und deswegen habe ich da auch ein bisschen was an Lampen angebaut, etc. Ja. Was mir dann auch zum Team gefallen hat, zu der Lackierung auch. Ja, das Video habe ich ja schon gesehen, also. Ja, ja, mit Thumbnail, damit man nichts sieht. Dann ja, auch noch am genau. Anfang mit. Dass man nichts sieht. Echt, ja. Echt fies. Ja, da habe ich mir etwas überlegt dabei. Also das Teil, was ich da angenommen habe, ist ziemlich lange. Ach so? Kriege ich das Teil überhaupt da raus? Ja. Das sehen Sie in der nächsten Folge. Na, Spaß. Ja, ich habe da deutsche Fahrzeuge angenommen. Deutsch? Ja. Aber das ist ziemlich breit, muss ich sagen. Das wird ja lustig. Du schaffst es. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich fahre immer noch mit meiner Straßenwalze spazieren. Noch 40 Kilometer. Ah ja. Jo. Aber bei mir sind es 431 Kilometer. Ja, das ist der Auftrag vom letzten Mal noch. Den ich nicht fertig gefahren habe. Na. Naja, sonst wäre die Folge ein bisschen länger geworden. Ja, schon. Ja, ja, gut, ja. Ich fahre die meistens dann auch noch fertig, damit ich dann einen freien Truck habe, damit ich dann wieder testen kann. Ja. Weil ich habe gesagt, ich mache mir dann schon ein eigenes Profil, wo ich dann wirklich bei Null anfange, ja. Aber zurzeit habe ich gesagt, brauche ich das eh noch nicht. Und da fahre ich eben... das Profil hier weiter. Ja klar, warum auch nicht? Weil hier habe ich auch die EU-Map drauf, weil die TSM-Map will ich im Moment eigentlich nicht installieren und deswegen habe ich gesagt, ich bleibe bei der EU-Map.
muss auch sagen, TSM bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Aber nee, die neue Version ist da rausgekommen, die 5.4. So wie ich mich gekriegt habe. Okay, die passt, die funktioniert auch mit 1.16 wahrscheinlich. Richtig, genau. Die ist schon angepasst an 1.16. Wo wir ja eigentlich bei unserem heutigen Thema sind. 1.16. Ja, 1.16, genau. Ich fahre ja auch mit der 1.16.2. Ja, ich auch und 64-Bit. Ja, genau. Im Moment also hat es so gerade ein bisschen geruckelt, aber ich glaube, das lag daran, dass er gerade Amsterdam geladen hat. Ja, ist möglich. Also, ich habe schon festgestellt, in dem Patch hier, dass es teilweise eben hauptsächlich in den Städten ruckelt. Ja, dabei soll es eigentlich in der 64-Bit-Version besser funktionieren, wenn er da ja eigentlich mehr Speicher zur Verfügung hat. Eigentlich ja, aber es kommt immer darauf an, weißt du, was du vielleicht noch im Hintergrund laufen hast. Bei 16 GB RAM sollte das eigentlich scheißegal sein. Eigentlich. Eigentlich schon, ja. Aber man muss auch denken, da ist auch die Grafik ganz, ganz was anderes wieder an dem Projekt, wo ich jetzt im Moment gerade dran sitze, ja. Ja, ich meine, es ist ja gut, es ist super, dass es endlich 64-Bit-Support gibt. Wird auch Zeit in 2015. Mhm. Ja gut, die Frage ist halt, wie viele haben eigentlich noch die 32-Bit-Version, ja? Also ich kenne zumindest einen. Ja, ich auch. Ja, ich habe schon längeres, habe ich jetzt schon 64-Bit. Ich habe eigentlich im Prinzip am Anfang immer gesagt, 64-Bit würde ich mir nie zulegen, weil da hast du nur Ärger. Die Spiele laufen teilweise auf dem System nicht und da kannst du wirklich nur zu Tode ärgern. Und deswegen habe ich meistens gesagt, ich werde das 64-Bit mir nicht zulegen. Aber es kann auch möglich sein, dass das damals am Laptop auch gelegen ist. Es war in den Anfangszeiten so, wo 64-Bit halt neu war. Da gab es keine gescheiten Treiber für 64-Bit, da gab es keine gescheite Unterstützung für 64-Bit. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Jahre es schon 64-Bit gibt, aber es gab es eigentlich, glaube ich, seit Windows XP, es gab zumindest ein XP mit 64-Bit. Aber das war halt eher noch nicht so verbreitet wie Windows 7 natürlich. Ja, ist klar. Aber ich weiß gar nicht, wie lange ich schon 64-Bit installiert habe. Aber sicher schon einige Jahre. Also bei mir müsste es eigentlich im Prinzip, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, zwischen 2 und 3 Jahren sein. Weil das 64-Bit habe ich eigentlich sowieso erst seit Windows 8.1. Windows 8.1. Ja. Ich sage jetzt nichts zu Windows 8.1. Ich habe keine Probleme damit. Im Gegenteil, ich würde jetzt nie wieder auf die 7 zurückgehen. Ja, so unterschiedliche Meinungen gibt's, Leute. Also ja. Ich habe Windows 8 am Laptop und ich verteufel es. Ja gut, nur Laptop ist auch wieder zum Teil was anderes, habe ich teilweise das Gefühl gehabt. Weil ich habe auch Laptop gehabt und ich würde mir jetzt nie wieder ein Laptop zulegen. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Laptops. Das ist praktisch, wenn du dann im Wohnzimmer sitzen willst und Internet surfen willst oder im Bett Film schauen willst oder so. Na gut, da ja, kannst du am Tablet auch machen, okay. Zum Beispiel, ja. Aber jetzt da Spiele drauf machen oder sowas, nee. Nee, Spiele nicht. Ich habe noch einen Laptop, aber der ist jetzt nicht unbedingt für Spielen gedacht. Der ist mehr fürs Arbeiten. Mhm. Ist halt praktisch, wenn es zu einem Bekannten gehen muss, den PC reparieren oder so. Oder das Netzwerk reparieren, nimmst einfach einen Laptop mit. Mhm. Ja, früher, wo ich Listen erstellt habe für meine Mutter, habe ich auch meistens einen Laptop mitgenommen und einen Drucker dazu, damit ich dann auch die Dokumente ausdrucken konnte, ja. Okay. Aber sonst würde ich nie wieder einen Laptop zulegen. Mein Gott, kriege ich das Teil da überhaupt durch? So, ich versuche mich gerade am Einpacken. Nicht so einfach mit dem Tee. Ich streue mich eigentlich davor, das Teil, was ich jetzt drauf habe, zu parken. Sag mal so, ich habe gerade ohne Trailer eingepackt, also eigentlich soll es nicht so schwierig sein.
Gut, schauen wir, was wir als nächsten Auftrag annehmen können. Ja, meine geht nach Reims. Ja, ich dachte, die haben die Frachten, die Weihnachtsgeschenke, haben's rausgenommen mit einem 16er Patch. Haben's gesagt, ja. Also gelesen habe ich es auf alle Fälle. Und ja, bei mir auch nichts mehr gesehen. Bei dir sind so drin. Ja, ich könnte einen annehmen von Amsterdam nach Felix da. Will ich aber nicht. Aber das ist ja hin. Komisch. Achso, ist nach Streckenlänge sortiert, das will ich ja nicht. Preis pro Strecken ja nicht. Ja gut, wir haben sowieso auch noch das Cargo Pack von Jessicat mit drin. Mhm. Deswegen habe ich auch so ein breites Teil hinter mir. Weil der Standard hättest die überhaupt nicht drin. Ich könnte nach Bregenz fahren. 14 Tonnen Baumstämme. Meins ist auch 14 Tonnen, nur habe ich eben Überbreite. Bin schon ein paar Stellen hängen geblieben mit dem Teil. Oder ich fahre nach Bolzano. Das ist alles. Kommt drauf an, was für eine Fracht du hast. Weihnachtsgeschenke. Ich bin spät dran wohl, aber. Ja, ich habe da zwei Trailer mit Weihnachtsgeschenken. Warum auch immer. Super. Ich habe auch 1,16. Aber es gestanden 1,16, oder? Ja, schon. Komisch, weil ich habe die überhaupt nicht mehr mit drin. Seltsam. Mhm. Stettin, Hannover. Fahren wir nach Hannover. Das sind zwar nur 360 Kilometer. War ich da schon? Nein, war ich noch nicht. Ein bisschen weiter aus Mainz. Ja, du bist auch schon eine Zeit unterwegs. Ja, ich habe jetzt von den... Ja, was heißt eine Zeit? So lange bin ich noch nicht unterwegs, aber es kommt davon, wenn man überall hängen bleibt. Da kommt man nicht so schnell voran. Dann bleibst du überall hängen? Ja, weil das Teil so extrem breit ist. Und an der Stelle, wo ich jetzt bin, wo ich auf der Autobahn fahren muss, das wird lustig. Wieso? Autobahn ist einfacher normalerweise. Kannst du den Standstreifen mitverwenden? Ja, aber nicht, wenn du von der Autobahn runterfährst auf die Landstraße und ja, dann auf meine Lieblingsstelle. Ah, die. Ja. Wo muss ich nicht rein, sondern nur raus. So, einmal nach Hannover, bitte. Und ich habe mir gedacht, im Prinzip könnte ich jetzt heute eigentlich eine Fahrt machen, wo ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Weil Zuschauer von mir haben mir geschrieben, ich wäre wahrscheinlich am Träumen und stehe immer irgendwie auf dem Kupplungspedal. Ach so? Ja, und jetzt habe ich so ein breites Teil hinter mir, da kannst du nicht schnell fahren. Was soll denn das darstellen auf meinem Trailer? Ja, du hast doch gesagt, irgendwas von Geschenken, oder? Nee, das ist was anderes. Baumstämme hast du noch gesagt. Das schaut aus wie eine Stadt aus. Die Sonne schaut aus wie eine Orange, so eine Orangenscheibe. Aber was die Häuser darstellen sollen. Ah ja? Ja. Egal. Bei mir ist Tag. Ja, bei mir auch. Und ich habe nichts getrunken, Leute, also. Bist du sicher? Zu 90%, ja. Nicht mal ein Red Bull. Na, was ist mit den anderen 10%? Ja, das ist die Unsicherheitsschwankung. Ach so. Das ist unglaublich. Ja, schauen wir mal, wann Darcy dann wieder dabei sein kann. Aber das soll zuerst jetzt mal gesund werden. Ja, ich denke mal, die nächsten 4 Folgen wahrscheinlich nicht. Oder sicher nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Weil wir nehmen die jetzt zu zweit am Stück auf, wie immer. Ja, ist ja nicht live. Und danach müssen wir mal schauen, weil, was ich weiß, wird irgendwas bei ihm im Haus oder in der Wohnung umgebaut und... Ja, kommt halt drauf an, wie sehr ihn das einschränkt, wie sehr er dann auch am PC arbeiten kann. Mhm. Müssen wir schauen, ob er beim nächsten Mal dann wieder dabei ist. Ja, das wird ihn dann schon sehen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, sicher. Ja, hat er eigentlich seine Leute schon zum Teil informiert, was alles sein könnte und wie es ausschaut mit seinen Videos, wenn er jetzt die Grippe erwischt hat. Mhm.
dass er wahrscheinlich dann eine Auszeit nimmt, ja. Ja, ist weil klar. Es bringt ja nichts. Nee, also wenn ich krank bin, da verstehe ich ihn. Da, wenn ich Grippe habe, dann interessiert mich YouTube auch genau gar nicht. Mhm. Wenn die Stimme eh schon im Eh-Schon-Wissen ist, dann ja, macht Videos aufnehmen auch nicht mehr unbedingt Spaß. Sowas in der Art hat er eben auch gesagt, ja. Weil es macht ihm keinen Spaß und es macht den Zuschauern keinen Spaß, wenn er da irgendwie so auf eine Art abgehakt klingt, ja. Mhm. So, ich habe da vorne in gewisser Entfernung einen Parkplatz. Ich würde sagen, ich bleib dort mal stehen. Ich habe noch keinen, das wird schwierig mit dem langen Teil da irgendwie auf der Seite der Landstraße zu parken. Ja, bleib halt mitten auf der Landstraße stehen, ist eh Singleplayer. Ja, ja. So, da kommt die Haltestelle, sage ich jetzt. Die Raststelle. Zu viel Umsicht gespielt. Ach so. Ja, und wenn ich gleich da bin, werde ich gleich mal danken. Das mache ich dann offscreen. Ja, sicher. Ich habe mich schon mal hingestellt, das auf der Seite, habe einen Platz gefunden, wo ich dem KIs nicht im Weg rumstehe. Sonst gibt es ein Gehupe. Ein Hubkonzert. Ja. Na gut, Leute, dann sage ich, ja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich schließe mich dem an und tschüss.